Hallo, an diesem Wochenende gibt es einen Doppel-Upload. Wenn ihr also die Review zu Spider-Man Homecoming sehen wollt, dann Link in der Beschreibung. Hallo und mit Code geschmissen zum dritten Teil der Affenparty namens Survival, ins Deutsche übersetzt aus dem Englischen War for the Planet of the Apes. Auch dieses Mal ohne Peach, dafür mit Donkeys, ohne Kong und überhaupt mit Affen halt. Allen voran Andy Schirkens als Caesar, der im dritten Teil mal wieder Oscar-Material abliefert. Und ach ja, ich mag die Affenfilme, also könnte es sein, dass ich hier eine kleine rosarote Brille trage. We are the beginning! Aber mal von vorn angefangen, Teil 1 und 2 schwächelten vor allem dann, wenn die Menschen im Bild waren, und das nahm er sich für Survival offensichtlich zu Herzen. Nun haben die Affen endlich die Screentime, die sie verdienen, und werden fortan auf Basis einer Rache-Story durch The Great Escape, nicht zu verwechseln mit Ape Escape, bis hin zu Apocalypse Now getrieben. Die mittlerweile degenerierenden Menschen sind lediglich Karikaturen mit dem Böse-Stempel auf der Stirn. Und wenn ich degeneriert sage, meine ich das nicht nur, weil der Film dadurch den Bogen zum Original spannt, sondern weil die Humanoiden einfach selten dämlich sind. Kleiner Spoiler. Klar kann man Affen versklaven, um eine Mauer zu bauen. Doof, wenn der Gegner mit Apache-Kampfhubschraubern kommt und man so dumm war, seine 200 Millionen Liter Kerosin direkt hinter der Mauer zu lagern. Zumindest sind die Typen alle blind, denn die Flucht von 500 Schimpansen kann man eigentlich nur verpassen, wenn man sich Augen, Ohren und Mund gleichzeitig zuhält. Hä? War das für ein Geräusch? Hä? Fußspuren? Und wo ich schon beim Maulen bin, da gibt es noch diesen Jar Jar Binks Comedy-Affen im Film, der leider nicht immer funktioniert. In seinen besten Momenten ist er okay, ansonsten eher ein Stimmungskiller. Humor scheint mir gerade in diesem Streifen deplatziert, und wenn man mir den dümmsten Feldstecher-Gag, der jedem spontan einfällt, direkt nach der bewegendsten Sequenz im Film abliefert, ist das einfach nur übel. Okay, das mit Jar Jar Binks war jetzt vielleicht ein bisschen fies, erinnert mich eher an den hier. Manche Payoffs funktionieren auch nicht zu 100%, und wenn ich jetzt damit anfange, mich über Neonaturalismus aufzuregen, wird das hier den Rahmen sprengen. Extra Video vielleicht? Also lassen wir es doch mal beim Positiven. Der Film sieht geil aus, erzählt eine interessante Geschichte mit interessanten Figuren, schließt die Reihe ehrenvoll ab und ist erstaunlich ernsthaft und rau für einen Blockbuster dieser Preisklasse. Wer Planet der Affen schon immer geil fand, wird beim letzten Akt bedenkenlos zugreifen können. Alle anderen haben eh bisher die falsche Meinung gehabt. Wo ist der Typ? Die richtigste Meinung im Internet. Ende! Ja, das war viel Gemecker, aber ich finde den Film wirklich richtig gut. Was war das für ein Geräusch?